Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Und ja, wir hatten ja in der letzten Folge uns vorgenommen, da oben den Rest zu schließen. Und da gehen wir jetzt auch schon mal direkt hin. Aber hier ist die Straße nach Redcliff. Und hier sind erstmal direkt Banditen. Sind das Banditen oder sind das Templer? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall müssen wir diese zwei Risse schließen. Oha, ist gerade schon wieder richtig geruckelt. Aber gut, jetzt läuft es wieder flüssig. Jawohl. Und da ist ein Ziegenbock. Den holen wir uns doch mal kurz. Und was hat der dabei? Jawohl, wir müssen 10 Widerfleisch suchen. Haben eins gefunden. Perfekt. So. Gut. Jetzt hier durch wahrscheinlich. Ja, und da sehe ich auch schon ein Riss. Ja, ich sehe den Dämonen und ein Riss. Perfekt, hier sind wir genau richtig. Hier müssen wir hin. Und die Dämonen sind irgendwie extrem low. Ich weiß auch nicht wieso. Aber okay. Und wenn ihr noch Let's Play-Wünsche habt, also wir spielen ja jetzt hier mehr oder weniger ein längeres Let's Play. Ja, hebe ich auch mal wieder. Läuft. Okay, ja, wir spielen jetzt auf jeden Fall hier ein längeres Let's Play. Ich muss gerade mal einen Trank köstigen. Ich komme auf die falsche Taste. Ja, also wenn ihr einen Let's Play-Wunsch habt, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Was hier, ach, hier ist der Riss. Ne, hä? Wo ist er? Was ist das denn für ein Ding, Alter? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge. Ich komme nicht mehr raus. Was geht hier ab? Scheiße, Alter. Was sind das für Dinger? Also es hieß, wir müssten alle Dämonen besiegen. Und unser Zwergenkollege ist gleich tot. Ja, alles klar. Heile ich dir mal gerade. Und unseren Magier auch. Gut, geht irgendwie gerade nicht. Das war echt heftig. Ohne Spaß. Komm, einer ist tot. Jawohl. Der nächste. Jetzt zack. Schnauze. So. Und jetzt können wir hier. Nee. Hä? Was geschieht hier? Wo mache ich denn das gerade hin? Ach, da oben? Hä? Hab ich jetzt das hier geschlossen? Nee. Hä? Ach doch, jetzt habe ich das geschlossen. Okay, ich habe das gerade irgendwie nicht ganz so verstanden, was hier gerade Sache ist, aber okay. Gut, wir haben nochmal plus 1 Macht bekommen. Wir müssen den nur gerade nochmal heilen. So, ich glaube, man kann. Nice, wir sind Stufe 4. Dann, okay, alle sind wieder geheilt. Perfekt. Das heißt, habe ich da halt einfach gar nicht nötig. Aber hier ist noch ein Tier. Ah, das ist nur so ein kleiner Wolf. Okay, der ist nicht so wichtig. Aber den nehmen wir trotzdem mit. Weil, ich weiß ja nicht. So. Plündern. Und weiter im Text. Das war gerade eben ein bisschen kritisch. Ich glaube, so schwer war es noch nie, außer gegen einen Drachen. Aber das war ein bisschen blöd von mir, dass ich da reingerannt bin. Aber gut. Jetzt leckt es hier wieder, weil das neues Territorium wieder ist. Okay, das ist ja kein Problem. Gut, das erste haben wir schon mal abgeschlossen. Ich hätte gedacht, der Weg ist länger, aber das ist, sind gute Wege, die kann man schön zurücklegen. Das finde ich ganz gut auf jeden Fall. Entschuldigung, muss ich kurz husten. So. Jetzt weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Auf jeden Fall ist hier Eisen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie. Ach so. Dragostein, blabla im Hinterland. Da brauche ich 10 Eisen. Diese Wurzeln brauche ich, glaube ich, 26 oder 28. Weiß es gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist hier noch Eisen. Gut, Eisen haben wir. Dragostein brauchen wir noch.
Dann lasse ich das Eisen das andere Mal da liegen. Und hier konnten wir noch mal so eine Festung aufbauen, ne? War das so? Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, was dieser Haufen da ist. Schon wieder eine Zeit her, wo ich aufgenommen habe. Aber ich glaube, was ist hier? Ja, hier ist die Inquisition. Jawohl, hier ist unser Hauptlager. Gut. Ja, vielleicht können wir da oben rum, rumrushen. Kurz auf die Karte gucken. Wir befinden uns hier. Sind also mehr oder weniger auf dem Weg hierhin. Zu dem Riss und dann da oben. Okay. Alles klar. Das sollte machbar sein. Müssen wir kurz hier rüberhüpfen. So. Dann mal gucken. Da oben ist ein Fass. Ah, eine Truhe. Plündern. Ein Langbogen. Dann können wir bestimmt unseren... Ach, wobei, der hat ja eine andere Armbrust. Na gut, dann nicht. Dann ist egal. Hier geht's auf jeden Fall noch hoch. Jetzt glaube ich hier lang. Oh, was ist das hier? Das ist ein... Ach, ein Topf. Streithammer. Jawohl, den können wir nochmal direkt ausrüsten. Ich weiß gar nicht genau, wie das geht, aber... Wir können das ja mal kurz durchfuchsen. Achso, warte mal, sind, finde ich, irgendwie noch ein Level aufgestiegen. Bogen, Doppel... Täuschung, so bitte. Mal gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Zwei verfügbare Punkte habe ich, nice. Das haben wir ja schon gelernt, glaube ich. Du gewinnst mit jedem... gefällten Gegner aus zurück, sodass du Angriffe fortsetzen kannst. Da Angriffe verursachen höheren Schaden und weiter sind es dann Gegner. Und was ist hier? Achso, das. Ja gut, egal. So, dann. Anwenden. Gut. Das hier ist, glaube ich, das. Achso, hier könnte ich auch zwei verfügbare Punkte einsetzen. Den. Nee. Wie ist das denn jetzt hier? Achso, okay. Dann holen wir nochmal die beiden. Und hier mit dem nächsten. Auch wieder zwei Punkte. Dann machen wir es mal hier wieder genauso. Zack. So. Erstmal die Grundattribute erhöhen. Achso, die hat schon direkt ein bisschen mehr. Können wir hier. Der Bär zerfleischt die Wölfe durch den Einsatz spezieller Kampftechniken der orlaisianischen Chevaliers. Verhinderst du, dass dich Gegner mit Flankengriffen attackieren können. Du kämpfst erbitterter, wenn du verletzt bist und gewinnst dadurch Ausdauer, sobald du Gesundheit verlierst. Und hier deine Fähigkeiten im Umgang mit dem Schild schützen dich vor Fernkampfangriffen. Okay, dann nehmen wir das. Achso, das ist... Sind wir ja hier schon fast durch hier mit ihrem Charakterbogen. Und das nehmen wir und anwenden. Ich wollte mal kurz was gucken. Moment. Kann ich die auch irgendwie aufbessern? Okay, ne. Okay. Was ist das hier? Weiß nicht. Okay, erstmal unseren Charakter hier kurz nehmen. Der hat auch nicht so einen langen Bogen. Das ist natürlich ganz gut. Und dann können wir wahrscheinlich... Warte mal. Nein, jetzt hängt... Also hier. Müssen wir noch die Bogenfähigkeit... Das müssen wir alles noch aufbessern, natürlich. So, warte mal. Hier rüber. Können wir... Ach nee, wir können wahrscheinlich nur die Vierecke auswählen. Das, die Kreise sind nur so Boni. Gut. Das ist wahrscheinlich mit den anderen dann genauso, ne? Ja, gut. Da gibt es doch noch relativ viel zum Upgraden, aber das, ja, sollte machbar sein. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie ich verhalten. Und ich kann das sofort irgendwie nicht ausrüsten. Option, Codex, Inventar. Ach, Inventar. So, nee. Kann das nicht jetzt Netzwerk hat? Streithammer? Was stand hier gerade? Voraussetzung Stufe 4, nur Krieger. Das ist ein Magier. Die muss das Level 4 werden. Weil ich nämlich, glaube ich,
gerne mal ihr den geben würde. Erstmal so. Kurz so gucken. Gut. Dann. Stufe 2. Gut, dann müsste sie auf jeden Fall mal Level 4 werden. Aber das sollte bald der Fall sein. Dann kriegt sie den Streithammer. Was hier? Ja, doch, der Streithammer zieht deutlich mehr ab. Okay. Wenn wir jetzt einen Bogen geben, ist halt Fernkämpfer. Was haben wir hier? Schwimmen wir schon mal. 2. Langschwerter Inquisition. Okay, wir sind auf jeden Fall kein Krieger. Gut. Was ist das? Okay. Ne, zurück. Das war gerade falsch. Jetzt habe ich hier aus Versehen was falsch gemacht. Und zwar möchte ich gerne. Das. Okay, ne, das ist Kriegs. Achso, okay. Na, hä, was ist denn jetzt hier für eine Scheiße? Das ist der. Mann, so, Langdolch, Langdolch, Kriegsbeil, Armee, Langdolch. Das jetzt richtig gemacht oder nicht? Ja doch, ich glaube, so ist es jetzt richtig. Rüstung. Speer der Inquisition. Gibt mir auf jeden Fall mehr Rüstung. Ich habe es ja nicht angelegt. Abenteuerhaube, Abenteuerhaube. Hab ich zweimal dabei. Söldnerhaube, Söldnerharnisch. Nochmal Söldnerharnisch. Nämlich erstmal die Abenteuerhaube aufsetzen. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Rüstung. Dies hier. So ist wahrscheinlich allgemein und dann die einzelnen Sachen, ne? Ja, gut. So, jetzt er hier. Kurz mal zurückwaschen. Abenteuerhaube, was hat er da schon wieder auf? Grundwert, Grundwert, Grundwert. Nee. Bringt alles nichts. Jetzt den nächsten. Der droppt keinen Helm auf. Also er kann auch keinen Helm aufsetzen. Aber so bekommt er auf jeden Fall ein bisschen was dazu. Gut. Schön, was ist hier mit ihr? Seht nichts. Accessoires. Ranggürtel. Aufwertungen. Keigene Gegenstände. Werkstoffe. Waffenplan. Ah, das ist glaube ich nicht so wichtig. Gut, jetzt haben wir erstmal hier weitergemacht. Das ist gut. Und ja, jetzt geht's. Warte, wir wollten ja hier hochgehen, habe ich gerade ganz vergessen. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine bessere Rüstung. Unsere Soldaten, unsere Mitläufer auch. Und Dingens. Das eine hier. Oh, wie heißt es? Wir müssen unsere Kriegerin auf Level 4 bringen. Was ist hier? Da ist also ein Mal. Und ich gerade gesehen habe. Das wundert mich gerade. Aber gut. Wenn wir es schließen können, ist umso besser. Zack, 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 zack. Sollte auch nicht so schwierig sein. So, jetzt haben wir. Machen wir es jetzt zu? Ne, jetzt kommen noch andere Dinge raus. Müssen wir es auch mehrmals schließen. Jawohl, jetzt ist es. Ne, jetzt machen wir nicht zu. Mal kurz hier die Dämonen zerstören. Jetzt spawnen hier wahrscheinlich noch kurz welche. Jawohl. Jetzt mal kurz zum Metzeln. Auch relativ easy. So, und jetzt. Jetzt zumachen die Scheiße. Endgültig. Jawoll. Wenn du außerhalb eines Dungeons bist, kannst du die Questkarte nutzen, um weit entfernten Orten zu reisen.
Das wusste ich schon. Gut, jetzt haben wir hier. Jawohl. Das ist jetzt zu. Macht plus 1. Oh, da ist noch ein, so ein Widder. Oder was das war? Nicht weglaufen. Nein, du sollst nicht weglaufen. Scheiße. Hab ich noch einen gesehen gerade? Das ist so ein Kackwolf. Aber den nehmen wir trotzdem mit, wie gesagt. Okay, das ist also nur ein kleineres. Wahrscheinlich gewesen. Und hier ist noch so eine Art. So ein Zelt. Kann doch wahrscheinlich hier wieder unser Lager aufschlagen. Das ist doch mal schön. Komm, schlagen wir unser Lager auf. Ein geeigneter Platz für ein Lager. Perfekt. Kurz unsichtbar machen. Damit ich hier oben. Oh, ist nur so ein Wolf. Also, was auch immer. Und hier. Was ist das für ein Tier? Hört sich gerade ein. Ah, da oben ist ein Wasserfall. Den will ich mir mal angucken. Na gut, was heißt Wasserfall? Kleine Quelle. Kurz mal hier hochrushen. Nice, sieht cool aus. Aber Freunde, ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dem Part. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Dragon Age. Soll ich die Quest hier noch annehmen? Wo ist er denn? Karte zu einem Wasserfall. Wir müssen also irgendwie in den Wasserfall rein. Da scheint was zu sein. In dem dritten. Da sind irgendwo drei Wasserfälle. In dem dritten müssen wir rein, wie es aussieht. Gut. Ja, hier ist noch eine Pflanze, die wir mitnehmen können. Blutlotus. Wer weiß, wann wir das nächste Mal sehen. Nehmen wir alles hier mit. Zack, zack, zack. Wir haben mal, denke ich mal, noch relativ Platz im Inventar. Blutlotus. Gut. Jetzt müssen wir mal wieder hier zurückgehen. Kurz mal auf die Questkarte gucken. Was ist das hier? Sehenswürdigkeit in den Hinterlanden. Entdecke sämtliche Sehenswürdigkeiten in den Hinterlanden. Gut, hier müssen wir auf jeden Fall hin. Hier ist noch ein Quest. Markiere ich mir mal kurz die Sehenswürdigkeit. Und dann würde ich sagen, das machen wir bei der nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.